So, also das Schwert packen wir wieder ein. Das brauchen wir jetzt ja gleich. Noch irgendwas. Also wir haben eindeutig zu wenig Tränke. Aber wir probieren es einfach mal. Dann sollte ich gleich noch die ganzen Bomben auspacken. Damit wir die auch schnell griffbereit haben. Die ganzen Kräuter bringen mir da im Inventar gar nichts. Die können wieder eingepackt werden. Und die Fackel werde ich wahrscheinlich in der Fighters Challenge auch nicht brauchen. So. Das heißt, hier kommt jetzt das ganze Zeug hin. Wobei ich mir immer noch nicht sicher bin, ob ich jetzt die Feuerbomben oder die Frostbomben benutzen soll. Also lieber gleich einen Typen One-Hitten oder eine ganze Seite von mir kurzfristig sichern, dass sie von da nicht angegriffen werden kann. Das werde ich dann wahrscheinlich kurzfristig entscheiden. Also da hoch, da rum. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie schnell das ging. Also wenn wir jetzt gleich da... wir sollten vorher noch Lichter anmachen. Ach ja, genau, wie schnell das ging. Also wenn wir jetzt da gleich runtergehen, ob wir denn sofort teleportiert werden oder ob man da erst irgendwas drücken musste. Aber das werden wir spätestens gleich sehen. So. Ja, genau. Also speichere ich nochmal den da über. Denn jetzt sind wir bei dem richtigen Stand. 33. Und machen was. Ich probiere es mit den Feuerbomben erstmal. Nein. Erst dann probiere ich es mit einem Lichtzauber. Danach probiere ich es mit den Feuerbomben. Und mit dem Cloak, der mir Ausweichen gibt. Oh, oder ich könnte einfach das Schwert nehmen. Hatte eins davon Cooldown. Fragen über Fragen, die sich nur durch Testen herausfinden lassen. Das war so nicht geplant. Komm schon, ich sehe meine Lebenspunkte nicht. Ja, okay, man wird sehr schnell rein teleportiert. Also nicht auf die Platte da treten. So, Lichtzauber. Die Feuerbomben haben nicht ganz so gut funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. Aber sie konnten recht schnell geworfen werden. Ein Problem, das ich noch hatte, also abgesehen davon, dass ich im vollkommenen Panikmodus war, war, dass ich nicht gesehen habe, wie hoch meine Lebenspunkte gerade waren. Das heißt, ich habe dann einfach panisch die Heiltränke weggeballert. Ich denke mal, so schnell hätte das gar nicht sein müssen. Gut, was machen wir anders? Wir benutzen die Eisbomben, um hoffentlich ein, zwei Seiten erstmal zu sichern und versuchen dann mit Hilfe des Geschwindigkeitstranks möglichst schnell ein, zwei Viecher runter zu hacken. Und ich habe auch noch gesehen, dass wenn man ein, zwei umgebracht hatte, man anfangen konnte, sich zu bewegen. Und das wäre natürlich ideal, wenn wir rumtänzeln könnten. Aber gut, nächster Versuch. Yay, one hit. So, erster Trank. Oh, ich kriege ihn gleich wieder ein. Oh, die Lebenspunkte heilen gar nicht komplett. Okay. Oh, eine goldene Tür. Unterliegen Bomben. Okay, das hilft nicht wirklich. So, wieder was dazugelernt. Ich habe den Geschwindigkeitstrank gar nicht getrunken, erst ganz am Ende. Aber das mit den Eisbomben hat ganz gut funktioniert. Nun hätte ich vielleicht nicht unbedingt den einfrieren sollen, der genau da steht, wo ich hin wollte. Also ich wollte eigentlich zur Tür, damit ich wenigstens eine Wand habe, wo ich mich dran kriechen, verstecken kann. Na gut, also nochmal. Licht. Ich drücke jetzt einfach schon den Geschwindigkeitstrank. Ne, erst also reinlaufen, Frostbomben werfen, Frostbomben werfen, Frostbomben werfen, zwischendurch Heiltrank werfen und dann den an, dann den Geschwindigkeitstrank trinken, dann den angreifen, der noch nicht eingefroren ist. Das wird auch nichts. So. Komm
komm, 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 komm. Mach eine Lücke, mach eine Lücke. Da war die Lücke. Also ja, es scheint machbar zu sein, wenn man alles richtig timet. Und vor allem, dass man den Heiltrinken auch richtig hinhaut. Nächste Idee. Macht die Waffe jetzt eigentlich insgesamt mehr Schaden, als wenn wir durchgehend Feuerbomben werfen würden? Sonst könnten wir einfach so machen. Also ja, wir könnten erstmal wieder Licht zaubern. Dann machen wir so die Frostbomben, so die Feuerbomben. Und ignorieren einfach komplett unsere Nahkampfattacke, solange bis die Feuerbomben weg sind. Das könnte ja auch klappen. Bringt denn die Geschwindigkeitstrank noch irgendwas? Keine Ahnung. Aber wir haben genug Kräuter, um es einfach auszuprobieren. Also, neuer Plan. Diesmal sofort Geschwindigkeitstrank trinken, denn entweder bringt er was oder nicht, ist egal. Dann gehen wir rein, schmeißen drei Eisbomben. Wobei der Weg am Anfang frei zu sein scheint. Da weiß ich jetzt auch nicht, wie ich das ausnutzen könnte. Aber ja, wir schmeißen zu drei Seiten Eisbomben, dann schmeißen wir die Feuerbomben immer schön in die Richtung, wo gerade nichts eingefroren ist. Und diesmal sollte ich auch dran denken, die Gegner wieder einzufrieren. Denn die sind ja eben gerade recht schnell aufgetaut und haben mich noch recht fix umgebracht. Aber ja, das probieren wir jetzt noch aus. Und wenn das nicht klappt, dann machen wir doch erstmal ein, zwei Etagen weiter runter und probieren das Ganze dann nochmal. Denn eine ganze Folge damit zu verbringen, zu sterben und neu reinzulaufen, hält sich bei mir so in Grenzen. Also klar, es ist interessant, mal wieder neue Taktiken auszuprobieren, aber das ist einfach nur übel gerade. Na gut. Schluck. Rein da. Eins, zwei, drei. Gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt ist aber vorbei. Ja, nee, das wird so nix. Aber gut. Das mit den Bomben war gar nicht so schlecht, weil ich konnte sie richtig schnell schmeißen und es verbraucht keine Energie. Denn wenn wir mit der Axt angreifen und auch noch einen Geschwindigkeitstrank haben, dann geht die Ausdauer richtig schnell runter. Und dann bringen die Attacken später gar nichts mehr. Aber gut, wieder was dazugelernt. Lichtzauber an. Schild in die Hand und zurück zur Rumpelkammer. Da können wir unsere ganzen Bomben und so weiter erstmal wieder abladen. Das Schwert auf Next packe ich da auch mit rein. Und das Schwert auch. Kann der ganze Beutel da einfach deponiert werden. Und dann gehen wir jetzt einfach eine Etage weiter runter. Und ja, ich bin mir bewusst, dass noch mindestens ein Secret fehlt bis zu dieser Etage. Aber darauf müsst entweder ihr mich bringen oder ich muss es irgendwann später in harter Einzelarbeit ersuchen. Aber jetzt würde ich erstmal wieder töten. So. Töten bedeutet einfach hier weiter runtergehen und die Gegend erkunden. Die Resistenzsachen können wir mitnehmen, aber ganzen Kräuter können eigentlich hier bleiben. So, das müsste eigentlich am Platz reichen. So. Ja, hier waren wir ja eh schon. Ich muss noch eine Etage weiter runter. Und die wäre darum. Viel zu weit rum. Und dann darunter oder darunter? Ich glaube, da war nur ein Auffangbecken für die Gruben. Also da ganz hinten hin. Ach ja, und ich dachte, ich könnte gleich mit dem Töten anfangen. Aber nee. Erstmal ganz... Ups. Ganz lange laufen. Muss ich da durch? Ja, ich muss da durch. Also. Na gut, ich bin hier eigentlich schon oft genug durchgelaufen, um den Weg auswendig zu können. Und das schaut auch soweit ganz gut aus.
Aber man weiß ja nie. Doch, geschafft. Na also. Das war der Raum. Was haben wir denn hier? Nur mal so zwischendurch ein bisschen gucken. Vielleicht stolper ich ja zufällig drüber. Das wäre ja auch ganz schick. Weil sonst wäre die später, wenn wir auf Ebene 13 oder was das war sind und ein Rätsel fehlt, dann werde ich alle Etagen nochmal durchgucken müssen. Das ist bestimmt eine Heidenarbeit. Und ich werde später fluchen, dass ich das nicht jetzt gemacht habe, wo ich doch weiß, dass es in den ersten 7 Etagen sein muss und so weiter und so weiter. Aber ich habe halt einfach keine Lust drauf. Entschuldigung, Gerogon aus der Zukunft. Damit wirst du leben müssen. So, sind wir einigermaßen richtig? Nö, da hoch. Habe ich da gerade eine Wurfaxt gesehen? Ah, stimmt, wo sind die eigentlich abgeblieben? Waren das nur 3? Na gut. Waren es wohl nur. Da hoch, da rein. Jo, soweit richtig. Gleich kommen wir wieder an der Photonenkanone vorbei. Man hört sich schon in der Entfernung etwas hämmern. Etwas laut hämmern. Da oben war auch ein Secret, das haben wir aber schon. Das heißt, wir müssen einfach nur hier durch und geradeaus. Und irgendwann demnächst müsste doch auch mal der Blitzableiter kommen. Aha, hier sind unsere ganzen Flaschen abgeblieben. Sehr schön, die werden jetzt alle einfach da drin deponiert. Und das würde uns bei der Fighters Challenge schon mal richtig weiterhelfen. Was haben wir hier noch drin? Essen und Schleimbälle. Schleimbälle kommen eigentlich in den anderen Sack, wo die Kräuter drin sind. Aber der ist ja nicht hier. Und hier war die Tanzeinlage. Und sonst nix. Nee, gut. Dann jetzt aber wirklich mal eine Etage runter. Und hier nach den Secrets geguckt. Das war schon mal nix. Schockschild brauchen wir auch nicht. Aber Kräuter können wir immer gebrauchen. Da haben wir doch unser erstes Secret. Ich hasse Spinnen. Ja, genau, dich. Jo, erstes Secret, sehr schön. Was haben wir da? Ach, der Blaubeerkuchen. Sehr schön, der kommt gleich oben in unsere Rumpelkammer. Und ja, es ist eklig, Essen an der Rumpelkammer zu verstauen, aber... Der hat jetzt schon Jahre hier im Dungeon verbracht. Da werden die ein, zwei Tage, die wir ihn da jetzt aufbewahren, nicht wirklich schädlich sein. So, gleich anfangen, immer schön alle Wände abzuchecken. Damit ich es später nicht nochmal machen muss. Und das hört sich gut an. Also das hört sich blitzartig an. Die Kammer des Dismantlers. Ja, das wäre vielleicht auch ein Grund, warum ich hätte Schwerter nehmen sollen. Die Klinge ist ja doch recht schick. Aber sei es drum. So, bisher keine Knöpfe. Eine Notiz, die nicht von Toren ist. Oh, ach, es gab ja nochmal so ein Schleimdingens, ne? Okay, also ein Rundgang mit einer Säule in der Mitte, einer Tür unten rechts. Und dann ist der Knopf in der Mitte. Sehen wir hier noch gar nicht. Aber das versuchen wir im Hinterkopf zu behalten. Keine Knöpfe. Dafür Kräuter. Hm. Und eine Zahnradtür. Das war hier schon zu Ende. Ach, hier musste man erstmal nach unten gehen, um dann wieder nach oben zu kommen, ne? Na gut. Das heißt... Und hier war irgendwo eine nervige Spinne. So. Also noch eine Etage runter. Bin schon wieder falsch gelaufen, oder? Ja, ich glaube schon. Also jetzt noch eine Etage runter. Dann wären wir auf Etage 9.
Die Sackgasse sah verdächtig aus. Aber na gut, runter. Tempeleingang. Oh, 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 ich glaube, gleich kommen die ersten. Ihr wisst schon wer. Da speichern wir nochmal ab und machen einen kurzen Cut. So, LP33 und wir sehen uns gleich wieder.